Es sieht so aus, als wäre unser Reporter Haro hier in Indien unterwegs, aber tatsächlich befindet er sich mitten in Deutschland. Und die bunt gekleideten Menschen um ihn herum nennen sich Hare Krishnas. Aber wer sind die eigentlich und was machen die? Haro ist bei den Hare Krishnas eingezogen, um genau das herauszufinden. Diese bunte Truppe scheint ziemlich gut drauf zu sein. Singen und tanzen, bis der Arzt kommt. Und die Leute in der Innenstadt haben eine ganz klare Vorstellung, wo die herkommen. Die kommen irgendwo aus Indien, aus Pune oder irgendwo da aus dem asiatischen Bereich. Nicht ganz, das sind Hare Krishnas und die leben bei uns in Deutschland. Doch ganz so lustig, wie es aussieht, ist das Leben in ihrem Tempel nicht. Wer hier mitmachen will, muss auf einiges verzichten. Kein Wohlstand, kein Sex vor der Ehe, kein Alkohol, kein Fleisch. Wie integrieren Sie das in Ihren Alltag? Und wer macht da freiwillig mit? Galileo-Reporter Haro Füllgrabe ist unterwegs in den Bayerischen Wald. Ausgerechnet in dieser erzkatholischen Ecke leben 40 Hare Krishna-Anhänger in einem eigenen Tempel. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Hare Krishna hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und so geht es mir auch. Allerdings kann ich das mit nichts Bestimmtem verbinden. Was ist das? Ist das eine Sekte? Ist das eine Glaubensgemeinschaft? Haro will sich sein eigenes Bild von den Hare Krishnas machen und in ihren Alltag eintauchen. Der Tempel sieht auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Bauernhof aus. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das wird. Denn ich habe gehört, dass es hier auch eine Menge an Ritualen gibt, die durchlebt werden. Aber was genau? Überhaupt gar keine Ahnung. Dafür muss ich mich erst mal ein bisschen umhören. Hallo. Ich stelle das mal kurz ab. Hare Krishna, sagt man das auch als Hallo sozusagen? Kann man sagen, natürlich. Wie ist dein Name? Gormohan. Gormohan. Mhm. Haro. Hallo. Gormohan, ist das dein normaler eingetragener Name? Oder? Das ist ein Mönchsname, den man kriegt und den man mit sich dann trägt. Ach so, hast du denn vorher einen anderen Namen gehabt? Oder? Hab ich, ja. Wie hast du denn vorher geheißen? Gopal. Gopal? Genau. Aber der klingt ja auch schon sehr, sag ich mal, so außergewöhnlich, oder? Genau. Grund für diesen Namen? Gormohan ist in den Krishna-Kult reingeboren. Seine Eltern haben diesen Tempel vor 35 Jahren mit aufgebaut. Seit er auf der Welt ist, dreht sich alles um Krishna. Mit 17 hat er beschlossen, Krishna-Mönch zu werden. Gab es schon mal irgendwann bei dir im Leben einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt zwar Mönch werden, aber es gab schon mal andere Optionen, andere Abzweigungen dieses Weges. Also durchaus. Mein Ziel oder mein Traum war es immer gewesen, Mathe und Physik zu studieren. Das war mir sehr gelegen und das hat mir sehr gefallen. Aber ja, ich wollte etwas machen, was für richtig Substanz hat. Etwas, was mir Freude gibt oder nicht mal das eigentlich. Ich wollte etwas, was einen bleibenden Wert bringt. Für Gormohan kommt ein normales Leben nicht mehr in Frage. Er verzichtet freiwillig auf Sex vor der Ehe, auf Fleisch, auf Alkohol und auf Glücksspiel. Denn all diese Dinge sind hier im Krishna-Tempel tabu. Haro darf jetzt in den Tempel. Und der weckt Erinnerungen in ihm. Also ich rieche Indien. Kann man das so sagen? Also was mir auffällt, ist tatsächlich dieser sehr, sehr, ich mag ihn sehr gerne, dieser Geruch von den Räucherstäbchen als solches. Krishna ist eine indische Gottheit. In den 1960er Jahren bringt ein indischer Mönch den Kult um Krishna in die USA. Vereinzelte Hippie-Gruppen sind von der Idee Love and Peace sofort begeistert. Richtig populär wird die Hare Krishna-Bewegung durch die Beatles. Heute ist der Krishna-Kult nicht mehr ganz so angesagt. Doch weltweit gibt es immer noch um die 100.000 Krishnas, in Deutschland um die 800. Und was machen die den ganzen Tag? Das, was wir machen, wir haben gewisse Rituale, gewisse Zeremonien, die wir darbringen, um dann so unsere Liebe und Zuneigung zu Krishna, zu Gott auszudrücken. Und das heißt im Klartext, beten, tanzen und singen. Und das praktisch den ganzen Tag lang. Klingt erstmal ganz nett. Doch immer wieder gibt es auch kritische Stimmen. Die Hare Krishnas wären nicht so harmlos, wie sie sich präsentieren. Schließlich schotten sie sich durch ihren außergewöhnlichen Lebensstil von der normalen Gesellschaft ziemlich ab. Und was sagt Gormohan zu solchen Vorwürfen?
Wie geht man damit emotional um? Man lernt zu tolerieren, ist eines der Aufgaben der Mönche. Auch dadurch, dass man viel reist, ist eines der Aufgaben der Mönche, dass man viel reist und mit Leuten spricht, in Kontakt tretet. Wie genau die Hare Krishnas auf die Leute zugehen, wird Haru noch sehen. Denn er möchte einen Tag lang den Alltag der Krishnas miterleben. Dafür muss er jetzt schlafen gehen. Der Tag bei den Krishnas beginnt früh. Ihre Besitztümer müssen die Krishnas vor Einzug in den Tempel ablegen. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Schlaf gut, ne? Sag mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn ich jetzt wirklich das erste Mal ganz früh aufstehen muss und die Zeremonien weiterhin mitmache, was das für eine Auswirkung auf mich hat. Aber dafür heißt es jetzt erstmal dringend schlafen. Also, gute Nacht. Gute Nacht? Von wegen. So ein Mist. Da hat man nur so kurz Zeit zum Schlafen. Und dann schnarcht der Partner. Und das, wo die Nacht so schnell vorbei ist. Zimmermitbewohner Sadbuja weckt Haru. Es ist jetzt kurz vor vier. Okay. Und wenn du das Morgenprogramm mitmachen möchtest, dann können wir jetzt aufstehen. Ja, okay. Boah. Nein, noch nicht mal die Sonne ist wach. Da kann man doch nicht verlangen, dass das ein Mensch ist. Sorry, Haru, da musst du jetzt durch. Die Krishnas beginnen ihren Tag, jeden Tag, um 4.30 Uhr mit einem vierstündigen Programm aus Morgenzeremonie und Meditation. Doch zuerst erhält Haru sein Gewand. Wie ist das denn eigentlich mit Dhoti, heißt das, oder? Mhm, genau. Ist das sozusagen Alltagskleidung? Also die Idee ist einfach, dass man im Tempel eine spirituelle Atmosphäre versucht zu kreieren und dann hilft einfach die Kleidung natürlich auch. Wenn ich da in Leggings rumlaufe oder so, es macht ein anderes Lebensgefühl als in einem Dhoti. Alle tragen dieses traditionelle Gewand freiwillig nicht nur im Tempel, sondern auch draußen. Und die Krishnas haben ein spezielles Make-up. Das ist Tilak, das ist Ton vom Ganges. Okay. Und Ganges ist ein heiliger Fluss, habt ihr schon mal gehört? Ja, der Ganges. Nicht gerade bekannt für die gute Wasserqualität. Wir hoffen, das gilt nicht für die Lehmqualität. Oh, es ist halb. Ja, dann lass mal rübergehen. Die erste Tempelzeremonie steht an. Und wieder wird getanzt, getrommelt und drauf losgesungen. Wie ist das so bei so viel Heiterkeit am frühen Morgen? Es ist noch nicht mal 10 nach 5. Normalerweise drehe ich mich dann noch mal um im Bett und weiß, dass ich noch ein bisschen Zeit habe zum Schlafen. Statt Schlafen ist jetzt Mantra-Meditation angesagt. Dabei hilft diese spezielle Gebetskette. Man nimmt das zwischen Daumen und Mittelfinger. Und dann chantest du einfach immer ein Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und dann gehst du zum nächsten Teil. Und genau dieser Vers wird dann 1728 Mal wiederholt. Hilft angeblich, um loszulassen und einen klaren Kopf zu kriegen. Dieses Mantra, dieses ständige Wiederholen, das macht einen ziemlich müde, finde ich jetzt. Also es ist eine Form von Trance, glaube ich, wenn man sich da richtig reinsteigert. Also ich gebe mir ja Mühe, ich versuche das ja auch zu machen. Und das ist so ein bisschen dizzy wird man da. Also ganz schwer in Worte zu fassen. Nach der Meditation ist wieder Singen angesagt. Es ist 7.15 Uhr. Normalerweise würde man jetzt zur Arbeit gehen. Wenn du hier noch parallel arbeitest, was ja auch einige tun können, wie kriegt man diese Kraft hin? Also diejenigen, die jetzt einen normalen Job haben, die machen jetzt nicht das ganze Morgenprogramm mit. Ja, viele, okay. Also das ist einfach nur für die, die wollen und die einfach, dass es einfach einen Platz gibt, wenn das jemand machen möchte, hier ist ein Ort, um das abzuleben. Und es ist aber alles freiwillig. Einige der Krishnas haben ganz normale Jobs außerhalb des Tempels. Von denen möchte aber niemand mit Haru vor der Kamera sprechen, weil sie Angst haben, dass es bei ihren Chefs nicht gut ankommt. Das viele Tanzen macht hungrig. 4,5 Stunden nach dem Aufstehen gibt's Frühstück. Und das sieht richtig üppig aus. Einzige Einschränkung? Die Krishnas sind Vegetarier. Und wie bezahlen sie das Essen?
Die Krishnas Mitjob zahlen hier auf dem Hof Miete. Wie viel verrät Gurmohan Haru nicht? Und wie finanziert sich der Rest? So ein Landwirtschaftsbetrieb, so ein Hof oder so, das ist ja auch nicht billig. Also das sind ja auch laufende Kosten, Strom nutzt er ja, alles was dazugehört. Mhm. Wie deckelt man sowas ab? Wie kriegt man das finanziell hin? Also wir haben eine Fördergemeinde, die sagt, okay, die finden das Projekt schön, die finden gut, dass Mönche hier leben, dass man einen Zufluchtsort hat. Das ist eigentlich ein großer Teil. Und ein anderer Teil sind halt auch die Mönche, die unterwegs sind, geben den Büchern den Menschen weiter und fragen nach Spenden. Und das balanciert sich dann so aus. Gurmohan ist Tempelpräsident. Er verwaltet das Geld und teilt den Krishnas ohne Job Aufgaben auf dem Hof zu. Außerdem ist er für Neulinge wie Matthias zuständig. Der hat noch keinen indischen Namen, denn er ist noch nicht vollständig im Tempel aufgenommen. Was bewegt ihn dazu, zu den Hare Krishnas zu gehen? Ich hatte halt wirklich gerade ein einschneidendes Erlebnis. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich mich halt auch irgendwo drauf eingelassen habe. So, dass ich halt wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist halt gerade alles ein bisschen richtig schlecht. Ja. Und dann versuche ich das einfach mal. Und es hat halt irgendwo seine Wirkung erzielt. Kritiker werfen den Krishnas oft vor, Leute anzuwerben, die in einer Notlage sind. Und wie ist der Lebenswandel für Matthias? Ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen komplett alles aufgeben und hier einen Tempel einziehen, meine Wohnung auflösen und alle Sachen, die ich noch so mache, jetzt aufgeben und sagen, okay, jetzt gebe ich mich vollständig hin. Das ist halt auch ein Prozess, ja. Also aber das ist dein Ziel, ja, oder? Sicher, natürlich. Also das heißt, du bist jetzt nicht bereit dazu, wie wahrscheinlich die wenigsten zu sagen, jetzt mache ich so den harten Schnitt und jetzt ist es halt nur noch das. Das ist zu krass. Ob und wann Matthias komplett auf dem Hof einzieht und alles andere zurücklässt, entscheidet am Ende auch Tempelpräsident Gurmohan. Denn nur wer enthaltsam lebt, die Regeln beachtet und sich von seinem alten Leben komplett verabschiedet, darf hier bleiben. Und wie kommen die Hare Krishnas an neue Mitglieder? Es geht mit dem Gemeinschaftsbus in die Stadt. Sag mal, wie ist denn das so, was wir jetzt machen, wo wir nach Passau fahren, in die Innenstadt? Passiert sowas häufiger und wofür macht ihr das? Das machen wir einfach, um diese Freude, die wir haben, den Menschen zu teilen. So sollen wir einfach Geburtserscheinungen an uns denken, doch in der Sonne Leute teilen. Ganz so selbstlos ist die Nummer nicht. Bei solchen Straßenmissionen verteilen die Hare Krishnas Bücher und CDs. Nicht kostenlos, sondern gegen eine Spende. Das Wichtigste ist aber, auf sich aufmerksam machen und Interesse wecken. Und so vielleicht auch ein paar neue Mitglieder an Land ziehen. Haru macht nicht mit und hält sich im Hintergrund. Er will wissen, was die Passanten von den Hare Krishnas halten. Also, mich inspiriert das. Ja, Musik ist voll interessant. Ja? Also, voll chillig. Offensichtlich kommt das Tanzen und Singen bei den Leuten ganz gut an. Haru hat seine Zeit hier genossen. Doch Krishna-Mönche müssen auch sehr viel aufgeben, um im Tempel leben zu dürfen. Dieser Verzicht, dieses pure Konzentrieren auf diesen einen Gott, ich glaube, das ist etwas, was mir sehr schwer fallen würde. Ich könnte es schlicht und ergreifend nicht. Während unserer Dreharbeiten im Tempel sind uns keine sektentypischen Züge an den Hare Krishnas aufgefallen. Allerdings haben wir auch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Alltag der Krishnas mitbekommen. Eins ist am Ende sicher. Das Leben im Hare Krishna Tempel ist ganz bestimmt kein Ponyhof.